Die Fatschis machen Energie. Das hatten sich die rund 190 Mitglieder des SV Fatschenbrunn schon im Jahr 2003 auf ihre Fahnen geschrieben, als sie mit dem Bau eines neuen Rasenspielfeldes und eines Tiefbrunnens begonnen hatten. Ja, eigentlich funktioniert sowas immer. So bin ich gestrickt aus der Not heraus. Ne? Es besteht irgendwo eine Notwendigkeit für irgendwas. Platzmangel, wie auch immer. Oder wie im Sommer, wie wir schon vorhin gesprochen haben, das warme Bier, was ein Unding ist. Und jetzt kühl mal unser Bier mit der Sonne, mit der Photovoltaikanlage. Da ein schlaues Mitglied die Idee hatte, die Photovoltaik eben zu installieren, dass sich das rechnet. Und ja, wie gesagt, kühles Bier wollen sie alle. Ne? Ja, für den einen oder anderen rechnet sich die PV-Anlage schon dann, wenn er dadurch ein kühles Bier bekommt. Die erzeugte Energie versorgt aber nicht nur die Kühlbox, sondern auch die Brunnen und Beregnungspumpen. Überschüssiger Strom wird ins Netz eingespeist und was die Wasserversorgung, Beheizung und auch den Umbau selbst betrifft, setzen die Fatschis voll auf regionale und regenerative Stoffe. So wurden der Dachstuhl und die Verkleidungen aus dem Holz des gemeindeeigenen Waldes gefertigt. Ebenso treffen sich die Mitglieder etwa einmal jährlich zu zusätzlichen Trainingseinheiten, in denen Brennholz gemacht wird, um das Sportheim, das liebevoll Kunner Schlina genannt wird, auch in den kalten Monaten so richtig gemütlich zu machen. Wir haben jetzt letzte Woche am Samstag eine Aktion gehabt, Holz machen. Man sieht drüben das Ergebnis von heuer, sind also knapp 20 Steher. Und das wurde an einem Samstag von den Spielern gemacht. Um die Trinkwasserversorgung der Gemeinde so wenig wie möglich zu belasten, wurde unter dem Sportheim eine Zisterne mit 80.000 Litern errichtet, die über einen eigenen Tiefbrunnen sowie mit Dachwasser, Oberflächenwasser und Drainageüberlaufwasser vom Spielfeld befüllt wird. Somit wird auch der letzte Tropfen Wasser sinnvoll wieder in den Kreislauf zurückgeführt. Zu guter Letzt wurden auch alle alten Leuchtmittel durch moderne und energiesparende LED-Technik ersetzt. Und das Beste am ganzen Projekt, der Verein ist praktisch schuldenfrei. Denn finanziert wurde der Großteil genossenschaftlich durch eine Bürgerenergieeinlage der Mitglieder, die nach und nach wieder zurückbezahlt wird. Jawohl, jawohl, jetzt wird heuer im August die zweite Rate ausbezahlt. Jedes Mitglied hat 1.000 Euro eingebracht und das funktioniert ganz gut. Die Fatschenbrunner sind also nicht nur energietechnisch, sondern auch regional ganz weit oben. Und zwar da, wo der Steigerwald am schönsten ist.